Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Lenovo ThinkPad und zwar ein E490. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Notebook vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch ziemlich einfach ist. Man muss dafür nicht die ganze Einheit abschrauben, sondern nur den Frontrahmen abnehmen und ja, kann danach das Display tauschen. Die Tastatur lässt sich auch von oben aus dem Gehäuse nehmen. Dafür muss man die beiden Schrauben herausnehmen, die sich unter den Clickpads hier befinden. Die kann man aber einfach aushebeln. Und danach kann man die Tastatur so ein bisschen nach innen schieben und dann nach oben hin aus dem Gerät ziehen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Ich habe dafür ein Universalwerkzeugset benutzt. Das sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei. Sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Ja, und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher, und zwar ein PH0. Und ja, in dem Fall bleiben die Schrauben im Gehäuse. Die werden nur gelöst und man muss sie nicht ganz rausnehmen. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an und dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen rütteln und hin und her bewegen, einfach abziehen. Ich mache das jetzt hier mal im Schnelldurchlauf fertig, da das manchmal einfach ein bisschen länger dauern kann. Das macht aber nichts. Irgendwann hat man dann die Unterseite gelöst. Und dann könnt ihr sie jetzt auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und dafür muss man nur diesen Stecker hier zur Seite rausziehen. Der hat da auch so eine praktische Schlaufe dran. Und mit ein bisschen Rückeln und Wackeln hat man den dann ganz schnell draußen. Direkt neben dem Akku sehen wir hier übrigens die HDD. Und die kann man rausnehmen mit dieser kleinen Schlaufe, die da dran befestigt ist. Die kann auch noch so ein bisschen im Gehäuse selber sein, da muss man die so ein bisschen rausziehen.
Und dann kann man die HDD nach oben hin wegziehen. Das braucht ein bisschen Kraft, weil die da fest eingerastet ist. Aber ja, wenn man die dann draußen hat, muss man eigentlich nur noch den Stecker hier hinten abziehen. Und ja, das Kabel ist jetzt hier aufgeklebt. Und ja, dann kann man die umgekehrt genauso wieder einbauen. Da einfach kräftig nach unten drücken, bis das wieder einrastet. Und dann hat man das. Direkt darüber sehen wir die SSD. Das ist in dem Fall eine verkürzte Version. Da passt aber auch eine ganz normale lange SSD rein. Da muss man die Schraube hier hinten lösen oder eben hier vorne, je nachdem, was für eine da verbaut ist. Und ja, dann kann man die einfach so ein bisschen nach oben und hinten rausnehmen. Der Einbau ist genauso einfach. Einfach wieder in den Slot reinstecken, zuschrauben und fertig. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann den dann einfach rausnehmen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. Den Lüfter kann man bei diesem Modell nur zusammen mit dem Heatsink tauschen. Dafür muss man diese vier Schrauben hier am Heatsink selber lösen und dann noch das Kabel vom Lüfter trennen. Dann kann man den Lüfter als Einheit mit dem Heatsink zusammen aus dem Gehäuse nehmen und umgekehrt wieder einbauen. Die Wärmeleitpaste ist in dem Fall beim neuen Lüfter mit dabei. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen und dann dieses Kabel hier noch trennen. Das ist mit einem Kippschalter verbunden, den man erst so nach oben klappen muss und dann kann man das Kabel rausziehen. Beim Wiederverbinden nur darauf achten, dass das Kabel wieder richtig drin sitzt, bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Bis dahin einfach wieder reinstecken. Dann noch den Stecker zuklappen und ja, schon fertig. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kann man den wieder festschrauben und am Ende natürlich nicht vergessen, den Stecker wieder zu verbinden, was manchmal durchaus ein bisschen friemelig sein kann. Da auf jeden Fall achten, dass der richtig drin steckt, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.